Und da sind wir gleich wieder mit dem Stützpunkttraining. Ah, Black Screen Room. Willkommen zum Stützpunkttraining. Während dieser Übung kümmern Sie sich um den Bau von Stützpunkten, die Eroberung feindlicher Territorien und den Bau von Verteidigungsanlagen. Ihr Hauptquartier befindet sich in diesem Bauernhof. Das Hauptquartier ist das wichtigste Gebäude. Mit ihm können Sie Verstärkung von außerhalb der Karte anfordern. Gut. Rekrutieren Sie zunächst einen Pioniertrupp. Dazu brauchen Sie Ressourcen. Wie Sie der Kommandoleiste entnehmen können, haben Sie aber zurzeit keine Ressourcen. Zu Übungszwecken werden Sie jetzt mit genügend Ressourcen ausgestattet. Denken Sie daran, dass Sie während des normalen Einsatzes nur Ressourcen erhalten, wenn Sie andere Sektoren erobern. Dazu später mehr. Bei Company of Heroes gibt es drei verschiedene Arten von Ressourcen. Arbeitskraft, Munition und Treibstoff. Arbeitskraft ist Ihre Hauptressource. Sie wird verbraucht, wenn Sie Fahrzeuge bauen oder Einheiten aufstellen. Um einen Pioniertrupp zu aktivieren, müssen Sie zuerst das Hauptquartier auswählen. Links klicken Sie auf die Pioniere gehören zu Ihren Standardeinheiten. Sie sind in der Lage, Verteidigungseinrichtungen und Gebäude zu errichten. Okay. Blub und fertig. Ihre Pioniere sind bereit für den Einsatz. Beginnen Sie mit der Errichtung von Baracken. Wählen Sie zunächst links klicken Sie auf die leuchtende Schaltfläche. Um Baracken zu errichten, links klicken Sie auf die leuchtende Schaltfläche. Die Gebäude des Stützpunkts können nur auf ebener Fläche und in der Nähe des Hauptquartiers errichtet werden. Wenn sich die Bauvorschau rot färbt, können Sie an dieser Position nicht bauen. Okay. Die Baracken sind fertig. Die Baracken ermöglichen es Ihnen, einfache Infanterieeinheiten auszubilden und die dafür erhältlichen Verbesserungen zu erwerben. Wählen Sie Ihre Baracken aus. Links klicken Sie auf das Schützengruppe-Symbol. Ihnen ist sicherlich aufgefallen, dass bei der Produktion einer Schützengruppe Arbeitskraftressourcen verbraucht werden. Nee. Die Schützengruppe wird nun in der Anforderungswarteschlange angezeigt. Alle Anforderungen in der Warteschlange können durch einen Linksklick abgebrochen werden. Sammelpunkte können mittels des Sammelpunktsymbols gesetzt werden. Sie bewirken, dass sich neu gebildete Einheiten automatisch zu dieser Position bewegen. Sie haben alle Ihre Ressourcen verbraucht. Wir werden Ihnen nun zeigen, wie Sie neue erhalten. Denken Sie daran, bei Company of Heroes gibt es drei verschiedene Arten von Ressourcen. Arbeitskraft, Munition und Treibstoff. Beginnen wir mit der Arbeitskraftressource. Ihr Hauptquartier und die von Ihnen eroberten Gebiete verschaffen Ihnen einen kontinuierlichen Zufluss der Ressource Arbeitskraft. Die erste Zahl des hervorgehoben haben. Okay, gut. Die zweite Zahl zeigt, wie viel Arbeitskraft Sie pro Minute dazu erhalten. Okay. Die zweite Ressource des Spiels ist Munition. Die Ressource Munition wird verbraucht, wenn Sie Verbesserungen wie Handgranaten für Ihre Einheiten kaufen. Okay. Aha, also wie Handgranaten, gut. Die Ressource Munition wird verbraucht, wenn Sie Verbesserungen wie Handgranaten für Ihre Einheiten kaufen. Haben das nicht gerade schon gehabt? Sie verschaffen sich kontinuierlich Mondsektoren wie diesen. Ist ja auch egal. Treibstoff ist die dritte Ressource. Sie wird benötigt, um schwere Fahrzeuge anzufordern, Gebäude des Stützpunkts zu errichten und globale Verbesserungen zu kaufen. Okay. Einen kontinuierlichen Zufluss von Treibstoff bekommen Sie, wenn Sie Treibstoffsektoren wie diesen erobern. Gut. Die Minikarte zeigt Ihnen die Position aller Ressourcenpunkte. Klicken Sie auf die blinkende Schaltfläche, um einen detaillierten Überblick über das Schlachtfeld zu erhalten. Dies ist die taktische Karte. Das Schlachtfeld ist in verschiedene Sektoren unterteilt. Wählen Sie Ihre Schützengruppe aus. Mein Gewehr. Rechts klicken Sie auf das Munitionslager, um es einzunehmen. Okay. Rechts klicken Sie auf das. Gut. Sie haben die Zielposition erobert und kontrollieren nun diesen Sektor. Auf der Minikarte wird der Sektor nun blau dargestellt. Dies bedeutet, dass er zum verbündeten Territorium gehört. Okay. Der Sektor blinkt allerdings noch. Dies bedeutet, dass ihm der Nachschub ausgegangen ist und Sie zurzeit keine Ressourcen von ihm erhalten. Okay. Rufen Sie die taktische Karte auf, um ein besseres Verständnis. Der Munitionssektor, den Sie gerade erobert haben, befindet sich hier. Wie Sie sehen können, besteht keine Verbindung zu Ihrem Hauptquartiersektor. Das bedeutet, dass ihm der Nachschub ausgegangen ist. Territorien, denen der Nachschub ausgegangen ist, generieren keinerlei Ressourcen. Um den Munitionssektor wieder an den Nachschub anzuschließen, müssen wir diesen Verbindungssektor erobern. Manchmal verteidigt der Feind strategisch wichtige Wegmarken. Schalten Sie den Feind aus und erobern Sie die strategisch wichtige Wegmarken. Die
Diese verdammten Gewehre! Schießt, was eure Waffen hergeben! Manchmal verteidigt der Feind strategisch wichtige Wegmarken. Schalten Sie den Feind aus und erobern Sie die strategisch wichtige Wegmarken. Feindwellen Sie Ihre Schützengruppe aus. Nehmen Sie die strategisch wichtige Wegmarke ein. Jetzt über die reden. Können wir auch schon weggetreten fest? Ausgezeichnet. Strategisch wichtige Wegmarken helfen dabei, Gelände zu gewinnen und ihre Frontlinien zu verschieben. Kümmern Sie sich nun wieder um das Munitionslager. Okay. Der Munitionssektor wird nun in die Nachschubkette eingebunden und liefert einen kontinuierlichen Zufluss von Ressourcen. Okay. Die Ressourcen, die ein Sektor generiert, werden auf seinem Symbol angezeigt. Dieses stimmt mit Ihrer aktuellen Munitionsrate auf der Kommandoleiste überein. Okay. Sie müssen den Munitionssektor jetzt sichern, um die Produktion der Ressource Munition zu erhöhen und dem Feind die Rückeroberung zu erschweren. Ich kriege immer mehr davon, vom Arbeitskraften, der labert und labert und labert. Klicken Sie nun auf die blinkende Verteidigung. Links klicken Sie auf das Beobachtungsposten-Symbol. Jungs, ihr habt den Mann gehört. Also, ich weiß nicht. Natürlich ist es ein bisschen dämlich, dass ich es immer schnell mache. Aber, mein Gott, ich weiß schon, was ich alles machen muss. Ne? Naja, außerdem könnt ihr euch auch schon denken, was da kommt. Also von daher, naja. Das war's! Nachdem der Beobachtungsposten fertiggestellt ist, ist der Sektor gesichert. Wie Sie bemerkt haben, hat sich dadurch Ihre Munitionsrate erhöht. Genau. Ist sofort bemerkt. Sofort. Außerdem muss der Feind Ihren Beobachtungsposten zerstören, bevor er den Sektor einnehmen kann. In diesem Gebiet wimmelt es nur so von deutschen Patrouillen. Es wird Zeit, die Frontlinien zu schützen. Okay. Wählen Sie Ihre Pioniere aus. Die Jungs verlassen um Bauoptionen für Ihre Verteidigungsanlagen zu erhalten, links klicken Sie auf die Schaltfläche der MG-Stellung und positionieren Sie sie dann, indem Sie... Richten Sie die MG-Stellung so aus, dass sie den nördlichen Zugang sichert. Links klicken Sie an... Bau eingeleitet. Bringen wir das hinter uns. Das meine ich zum Beispiel. Wir labern, labern, labern. Da kannst du längst machen, dann machst du es dann auch. Weg mit denen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, stimmt. Hoffe ich mal. Ausgezeichnet. Die Deutschen werden vielleicht Augen machen. Der Feind nähert sich. Die Stellung wird automatisch das Feuer eröffnet. Sie ziehen sich zurück. Leider wissen die Deutschen jetzt, dass sie hier sind. Sie werden mit Verstärkung zurückkehren. Sie müssen ihre Position sichern. Bei Company of Heroes können sich ihre Einheiten in Gebäuden festsetzen, die ihnen während des Kampfes ausgezeichnet Deckung bieten. Okay. Mit einem Rechtsklick befehlen Sie den Pionieren, ein Gebäude in der Nähe zu befestigen. Aus jedem Fenster ein Gewehr herausguckt. Gut, Gebäude können außerdem zu vorgelagerten Barrieren. Wählen Sie ein Lokal. Ich hätte auch ein lokales Gebäude ausgewählt. Links klicken Sie auf die blinkende Schaltfläche, um die... Nur Gebäude in mit den Nachschublinien verbundenen Sektoren können zu vorgelagerten Baracken ausgebaut werden. Okay, was ist der Unterschied dazwischen? Die Verbesserungen an unserem Hauptquartier. Sie können mit diesem Gebäude jetzt genauso Infanterieeinheiten anfordern, wie Sie es sonst mit regulären Baracken tun. Cool. Fordern Sie jetzt eine Schützengruppe aus Ihren vorgelagerten Baracken an. Das ist nicht irgendwie so, dass jetzt welche rausguckt haben hier mit dem Gewehr? Nee. Tja, wohl nicht. Naja. Schützengruppe. Ausgezeichnet. Wählen Sie Ihre Schützengruppe aus. Benutzen Sie die Schützengruppe, um die markierte strategisch wichtige Wegmarke einzunehmen. Ja. Und wie wir das einnehmen werden. Okay. Benutzen Sie die Schützengruppe, um die markierte strategisch wichtige Wegmarke einzunehmen. Habe ich ja schon. Und wie wir das einnehmen werden. Oh, schöner Trecker, ja. Benutzen Sie die Schützengruppe. Gehört uns.